ich nur diese Erwägung. Konnichiwa, meine Japan-Anime-Freunde! Der Pat wieder heute am Start und heute zeige ich euch meine persönliche Top 10 der besten Anime aller Zeiten. Und bleibt bis zum Schluss dran, denn dann gibt es noch eine Kleinigkeit zu gewinnen, dem einen oder anderen wird sicherlich gefallen. Jetzt erstmal meine Platz 10, viel Spaß! Platz 10, Elfenlied. Ganz knapp hat er es in die Top 10 geschafft, ein Anime der besonderen Splatter-Art. Überall staut sich das Blut, x-beliebige Körperteile und Innereien fliegen durch die Gegend, aber auch die sehr interessante Story macht im Elfenlied aus. Es geht um die neue Spezies, die Klonius, deren Merkmale die hornähnlichen Verformungen an ihren Köpfen sind und die starken telekinetischen Kräfte, die sich in Form von unsichtbaren Armen ausbreiten und damit ganz leicht die Menschen zerfetzen können. Sonst sehen sie aus wie ganz normale Menschen. Da sie aus reinem Instinkt die Menschheit ausrotten wollen, werden sie von der Öffentlichkeit geheim gehalten und eingesperrt. Doch dann konnte ein Diclonius entkommen und das große Desaster beginnt. Platz 9, Inuyasha. Ja, Freunde, auch Inuyasha hat es bei mir in die Top 10 geschafft. Was mich persönlich einfach in den Bann gezogen hat, ist die stetig vorhandene mystische Atmosphäre und die Entwicklung der unterschiedlichen Beziehungen zueinander. Sei es mit dem Bruder, der Liebe oder den Feinden, immer wird die Geschichte gut dargestellt und glaubwürdig rübergebracht. In Inuyasha handelt es sich um ein Mädchen namens Kagome, die in einen Brunnen gezogen wird und schließlich im mittelalterlichen Japan aufwacht. Dort trifft sie auf Halbdämon Inuyasha, der seit 50 Jahren mit einem Pfeil an einem Baum geheftet war und anschließend gemeinsam eine große Reise begehen, um die Splitter des zerbrochenen Juwels der vier Seelen zu finden, damit Inuyasha ein vollwertiger Dämon werden kann. Auf ihrem Weg lernen sie viele neue Freunde kennen, aber auch den Superschurken Narake, der ebenfalls die Splitter sucht und ihnen im Laufe der Zeit große Probleme bereitet. Platz Nummer 8, Hachi Naruto. Eigentlich halte ich ja nichts von den ganzen endlos Anime-Mainstream-Serien, aber Naruto hat tatsächlich ein Ending gefunden und hat es mir echt angetan. Deswegen gehört er hier ganz klar in meine Top 10. Worum geht es? Kurz und knapp. Naruto Uzumaki wurde in seiner Kindheit von den Bewohnern seines Heimatdorfes gemieden und verachtet, weshalb es sein Ziel ist, eines Tages der Hokage von Konoha zu werden. Er hofft sich dadurch den Respekt der anderen, der ihm früher versagt geblieben ist. Und so entwickelt sich ein großes Abenteuer aus endlichen Folgen. Wer also auf Ninja-Zeugs mit außergewöhnlichen Fähigkeiten steht, sollte mal bei diesem Anime vorbeischauen. Aber was erzähle ich da? Eigentlich sollte jeder Naruto kennen. Platz Nummer 7, Nana Code Geass. Wir schreiben das Jahr 10. August 2010, das Königreich Britannia fällt in Japan ein und ein furchtbarer Krieg beginnt aufgrund Japan, der Nightmare Frames verliert. Japan wurde Teil des Reiches Britannias und verlor seine Freiheit und Rechte und war nur noch unter dem Namen Area 11 bekannt. Protagonist Lulush wie Britannia, ein Sohn des Königs Britannias, als er sah, wie seine Mutter vor seinen Augen von Terroristen getötet wurde und sein Vater nichts dagegen unternahm, schwor aus Rache das Königreich Britannia zu zerstören. Was das Ganze ziemlich interessant macht, ist das sogenannte Geass, was Lulush dazu ermöglicht, Menschen seinen Willen aufzuzwingen und zu kontrollieren und dadurch sehr schnell zu einem außergewöhnlichen Rebellionsheld unter dem Namen Zero bekannt wird. Erinnert teilweise alles sehr an den guten alten Klassiker Death Note. Und eins sei gesagt, es bleibt nicht nur bei einem Geass mit dieser Fähigkeit. Wir nähern uns langsam der Top 5, nun erstmal Platz 6, Roku, Avatar, der Herr der Elemente. Ich weiß Leute, Avatar ist eigentlich kein Anime, da aber die fiktive Welt an das historische Ostasien angelehnt ist und die Serie auch stilistisch von den japanischen Anime beeinflusst wird, hebt sich diese US-Zeichentrickserie von den anderen ab und ist somit für mich hier in meiner Top 10 gelandet. Die Welt von Avatar besteht aus vier Nationen, Wasser, Erde, Feuer und Luft. Der Avatar, dessen Aufgabe es war, den ewigen Frieden zwischen den vier Nationen zu stiften, verschwand, dann erklärte die Feuernation den Krieg und alles änderte sich. 100 Jahre später fanden Katara und ihr Bruder Sokka den neuen Avatar, einen jungen Luftbändiger namens Aang. Gemeinsam treten sie eine Reise an, auf der Aang lernen muss, die anderen Elemente zu meistern, damit er den Feuerlord Ozai aufhalten und so den Krieg beenden kann. Ein sehr guter, humorvoller und spannend gemachter Anime, den ich jeden einfach nur ans Herz legen kann.
Nun die Top 5, Platz Nummer 5, Go! Death Note. Eben noch kurz erwähnt und schon in der Top 5 zu finden, Death Note, ein Anime, den jeder eigentlich kennen sollte. Es geht um den hochbegabten Schüler Light Yagami, der ein geheimnisvolles Notizbuch findet, das Death Note, das besagt, dass ein Mensch getötet wird, indem man seinen Namen hineinschreibt und währenddessen an sein Gesicht denkt. Aus purer Langeweile entschließt Light, das Buch zu nutzen, um eine neue Welt ohne Kriminellen zu erschaffen. Natürlich merkt irgendwann einer, dass jemand die bösen Burschen ausschaltet und die Gegenposition schaltet sich ein, der anonyme Detektiv namens L. Nun beginnt ein Kampf der Intelligenz. Wer fährt die Identität des anderen als erster? Wer setzt das ultimative Schachmatt? Ein Spiel voller Schachzüge, das jeder gesehen haben sollte. Was Death Note jedoch etwas abwerten lässt, sind die letzten knapp 10 Folgen. Die könnte man sich auch sparen, deswegen hat es auch hier nur für Platz 5 gereicht, da mir persönlich das Ende nicht gefallen hat. Aber am besten, ihr bildet euch selber eine Meinung über diesen Anime. Wer ihn also noch nicht kennt, sofort nachholen. Platz 4, Fullmetal Alchemist, der witzigste, humorvollste und dabei so gut in grauenvollen Taten und Spannung verbundene Anime, den ich je gesehen habe. Selten wurde ich so unterhalten wie hier. In Fullmetal Alchemist existiert eine Kraft, die grenzenlos erscheint, die Alchemie, auch bekannt als äquivalenter Tausch. Um einen Gegenstand zu erhalten, muss etwas anderes mit demselben Wert dafür eingetauscht werden. Manche nennen es eine Wissenschaft, andere Magie oder glauben, es wäre ein Wunder. Aber egal wie mächtig Alchemie auch sein mag, sie hat trotzdem Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Als die Gebrüder Elric ihre Mutter verloren haben, brachen sie das größte Tabu der Alchemie, die menschliche Transmutation. Infolgedessen verlor der jüngere Bruder Alphons seinen gesamten Körper, wobei seine Seele noch rechtzeitig an eine Rüstung gebunden wurde und dafür der ältere Bruder Edward Teile seines Körpers verlor. Daraufhin versuchen sie ihre Körper wieder zu erlangen und begeben sich auf die Suche nach dem Stein der Weisen, der ihnen diesen Wunsch ermöglichen könnte. Ein Abenteuer beginnt. Nun an der Top 3 angelangt, ich wette, diese Top 3 hat niemand. Schreibt mir doch mal eure Top 3 als Kommentar. Nun aber erstmal meine Nummer 3, San Shingeki no Kyojin alias Attack on Titan. Ein Anime, der mir ab der 5. Folge komplett die Sprache verschlagen hat. Mit jeder weiteren Folge wird eine noch größere, radikalere Handlungswendung erreicht, wobei sich der totale Mindfuck ins Unermessliche staut. Es geht um die Giganten, die vor mehreren hundert Jahren beinahe die komplette Menschheit ausrotteten. Doch ein kleiner Prozentsatz an Menschen überlebte, indem sie sich in eine Stadt verschanzten, deren gewaltige Mauern die Giganten stoppten. 100 Jahre lebten die Menschen friedlich untereinander, bis wie aus dem Nichts auf einmal ein Supergigant auftauchte und die Mauern zerstörte. Dabei wird die Stadt von allen möglichen Titanen überfallen und die Mutter des Protagonisten Eren und seiner Ziehschwester Mikasa bei lebendigem Leib aufgefressen. Eren schwor sich Rache, indem er jeden einzelnen Titan auslöscht. Ein Krieg, den die Menschheit so noch nie gesehen hat. Platz Nummer 3 für Attack on Titan. Platz 2, Nihikaru no Go. Von der Feder des Schöpfers vom allbeliebten Anime Death Note stammt auch dieses Meisterwerk von Takeshi Obara. Es geht um den jungen Teenager Hikaru, der auf der Suche nach etwas Geld auf dem Dachboden einen alten Go-Tisch findet. Wer das Spiel Go nicht kennt, es ist ein strategisches Brettspiel aus Asien, kann man sich in etwa wie Schach vorstellen, nur viel komplexer. Zurück zum gefundenen Go-Tisch auf dem Dachboden. Als Hikaru sich den Go-Tisch genauer anschaut, erscheint auf einmal ein Geist namens Fujiwara no Sai, den nur er zu sehen scheint. Hikaru bricht zusammen und Sai setzt sich in sein Bewusstsein fest. Es stellte sich heraus, dass Sai ein ehemaliger Profi-Go-Spieler sei, der sich vor zig Jahren das Leben nahm und seine Seele aus Liebe zu Go an den Tisch bindete. Wieso und weshalb möchte ich jetzt hier nicht weiter drauf eingehen. Zusammen fangen sie das Go-Spielen an und schnell wird die Aufmerksamkeit auf den gerade mal 12-jährigen Hikaru gezogen, der einen Profispieler nach dem anderen platt macht und geschockte Blicke auf sich zieht. Doch dann verschwand Sai. Was ist passiert? Erinnert etwas an Yu-Gi-Oh! Wer diese Serie schon mochte, wird diese lieben. Platz Nummer 2, Hikaru no Go! Nun kommen wir zu der absoluten Nummer 1, den Anime, den jeder gesehen haben sollte, der beste Anime aller Zeiten, Ichi Monster. Ein äußerst psychologischer Anime, der in Deutschland verbannt wurde und nicht mehr verkauft wird. Monster ist wirklich nur für Erwachsene zu empfehlen. Dabei geht es hier nicht um irgendwelche Monster, wie man vermuten könnte, nein, es geht um das Monster in uns Menschen. Korruption, Ausbeutung, Niedermachung, die grauenvollen Taten, die wir bereit wären, anderen Menschen zuzuführen.
Was ist richtig? Was sollte ich tun? Was ist der richtige Weg? Diese Frage hat sich auch Hauptprotagonist und Neurochirurg Dr. Tenma gestellt, als seine Vorgesetzten ihn dazu zwingen, einflussreichere Menschen vorzuziehen bei der Operation und einfache Menschen ohne Wert sterben zu lassen. Schließlich widersetzt er sich gegen diesen Befehl und behandelt stattdessen den schwer verletzten Jungen namens Johann. Ein verhängnisvoller Fehler. Dr. Tenma wurde suspendiert und seine Frau verließ ihn. Doch plötzlich, eine kurze Zeit später, wurden Dr. Tenmas Vorgesetzten ermordet und der operierte Johann verschwand spurlos. Jahre später, ein Toter nach dem anderen. Dr. Tenma erfährt, dass Johann ein Produkt von zig Experimenten sei und aus einem nationalsozialistischen Aspekt dazu ausgebildet wurde, der neue Führer zu werden. Mit dieser Last, diesen Jungen damals gerettet zu haben, kann Dr. Tenma nicht leben und reist durch ganz Deutschland, um dieses Monster zu finden, um seine Schuld zu begleichen. Ja, richtig gehört, Freunde, dieser Anime spielt hauptsächlich in Deutschland. Mehr ist zu diesem Anime nicht zu sagen, ein Paket voller Spannung und Mystery, meine persönliche Nummer 1, Monster, schaut auf jeden Fall vorbei. Ich hoffe, euch hat meine Top 10 gefallen. Ja Leute, das war meine persönliche Top 10 der besten Anime aller Zeiten. Ich bin gespannt auf eure Meinungen, tippt sie doch mal unten in die Kommentare. Und nun kommen wir noch zu meinem kleinen Gewinnspiel. Es gibt nämlich dieses T-Shirt von L aus Death Note zu gewinnen, in der Größe L. Was ihr dafür machen müsst, wenn ihr mitmachen wollt, dann teilt dieses Video einfach auf Facebook und kommentiert es mit eurer Top 3 der besten Anime aller Zeiten. Alternativ dazu gibt es noch... Wenn ihr keinen Bock habt auf das L-T-Shirt, ein T-Shirt von Fullmetal Alchemist, das ist wiederum in der Größe M. Kommentiert es mit eurer Top 3 der besten Anime mit einem Hashtag L oder Hashtag Fullmetal. Es könnte ungefähr so aussehen. Und mit etwas Glück habt ihr gewonnen und habt ein neues T-Shirt in eurer Auswahl. Ja, das war's dann schon von mir. Das war's. Pet off, man. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tobi und ich fliegen gleich nach Japan. Alles, was du brauchst. Gerade gelandet in Japan. Unglaublich. So, Leute. Die ersten öffentlichen Toiletten in Japan. Und wie ist's?